Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und heute gibt es einen Rossmann Haul, meine Lieben, mit ein paar neuen Produkten in der Drogerie. Wenn ihr Bock auf diesen Haul habt, bleibt gerne dabei und falls ihr noch nicht getan haben solltet, abonniert mich doch gerne hier unten. Das ist für euch kostenlos und ihr verpasst keins meiner weiteren Videos. Ja, meine Lieben, es war diese Woche oder besser gesagt, wenn ihr das Video seht, ja letzte Woche Angebotswoche bei Rossmann und deswegen bin ich hin. Ich wollte ein paar Sachen aus den Angeboten kaufen und ich wollte unbedingt ein paar Produkte aus den neuen Essence-Ele haben. Da komme ich gleich am Ende meines Videos zu. Ich möchte gerne starten mit ganz normalem Gedöns, also was man so immer mitnimmt. Und zwar bin ich auf den Geschmack gekommen von der Rossmann-App. Ja, ich kaufe auch gerne im DM eine, aber der ist ja bei mir nicht um die Ecke. Und deswegen kaufe ich halt gerne wirklich beim Rossmann, wenn Angebotswoche ist, plus den Coupons. Das lohnt sich wirklich richtig. Genauso auch diese Woche wieder. Es gab nämlich bei den Produkten von Oral-B, wenn ihr was für 7 Euro gekauft habt, habt ihr 3 Euro gutgeschrieben bekommen. Das heißt, ihr habt dann quasi nur 4 Euro für Produkte im Wert von 7 Euro bezahlt. Und da habe ich einiges mitgenommen, denn wir haben ja, wie jeder, tausche ich halt regelmäßig die Zahnbürsten aus und ich bin ein Riesenfan von dieser Pulsabre Zahnbürste. Habe ich einmal von einer ganz lieben Abonnentin mir auch gesagt bekommen. Also die kannte ich wirklich vorher überhaupt nicht. Und da ich halt kein großer Fan von den normalen elektrischen bin, ist das wirklich die perfekte Kombination. Das ist eine batteriebetriebene auch und zwar sieht das aus wie eine ganz normale, aber die ist wirklich sehr sanft. Gefällt mir mega, kostet 3,95 Euro, glaube ich. Die durfte einmal als, ja, quasi zum Austauschen mit, was dann halt in diesem, ja, was ich halt in diesen 7 Euro, damit ich die 7 Euro voll bekomme, noch mitgenommen habe, war einmal Zahnseide. Ja, ich muss echt sagen, ich bin ein riesen Zahnseide-Fan. Ich liebe einfach Zahnseide. Da nehme ich gerne die gewachste mit, weil die rutscht ein bisschen besser. Dann habe ich von meinen so noch eine neue Zahnbürste mitgenommen, auch von Oral-B, wie gesagt, um auch die Summe voll zu kriegen. Die war sogar im Angebot, die hat auch statt 3 Euro noch was, nur noch 1 Euro, ich glaube 75 gekostet. Und das ist die Pro Expert, die sieht richtig cool aus, die hat auch so Noppen außen und so, eine richtig coole. Eigentlich bin ich nicht so festgelegt, jetzt gerade bei den Kindern, da gucke ich einfach, dass die eine haben, die nicht so extrem ist. Das ist jetzt eine mittelstarke, aber die hat einen coolen Borstenkopf, deswegen habe ich gedacht, teste ich die für ihn auch mal, dass er die ausprobieren kann. Und was ich noch für ihn mitgenommen habe, ich habe ja beim letzten Mal, als es auch diesen Coupon gab, ja für mich schon, also ich habe wirklich viele Zahn, ich glaube 3 Packungen von denen mitgenommen, weil man da beim Kauf von 3 ein Geschenk bekam. Ich habe aber dann gelesen, dass die für Kinder nicht geeignet ist. Das ist ja, was er gesagt, Kinder, er ist halt ein Jugendlicher. Aber bei der Originalen, die ist halt auch für Kinder geeignet. Also steht zumindest drauf. Und bei dem anderen stand nämlich extra drauf, nur für Erwachsene. Und bei dem steht es jetzt nicht drauf. Davon gehe ich jetzt, da gehe ich jetzt einfach mal von aus, genau, dass er die mitbenutzen kann. Und ja, die mag er nämlich ganz gerne auch, dass er die mitbenutzen möchte. Deswegen habe ich die einmal für ihn mitgenommen noch. Da habe ich diese 7 Euro voll gehabt und habe dann die 3 Euro gespart. Und ja, das fand ich richtig cool. Für meinen jüngsten Sohn durfte er dann auch noch mal eine mit. Für ihn nehme ich gerne die von Procodent mit. Der mag die ganz gerne. Die haben hier unten so einen Gumminoppen. Das heißt, er kann die mal schön da sich hinstellen und ist damit eigentlich auch total glücklich. Dann gab es Handseife diese Woche im Angebot. Und da habe ich jetzt, ja, mich haben die Sorten auch nicht so richtig angesprochen. Und ich habe ja beim DM nicht so schöne neue gefunden gehabt. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich die mit. Ich mag diesen Beerenduft total gerne von Isana. Die waren für 55 Cent diese Woche. Davon habe ich direkt 2 mitgenommen. Berry Love nennen die sich, mit fruchtig beerigem Duft. Ja, fand ich ganz schön vom Duft. Deswegen durften davon auch direkt 2 Packungen mit. Ja, die haben wir einfach noch viel im Verbrauch, gerade im 4-Personen-Haushalt. Und wo wir schon bei beerigem Duft sind, es gab einen neuen Isana-Aufsteller. Und falls ihr mir auf Instagram schon folgt, da hatte ich euch das nämlich schon angezeigt, als ich im Rossmann war. Da habe ich euch den ganzen Aufsteller gezeigt. Da waren tolle neue Produkte drauf. Davon habe ich einige mitgenommen. Aber falls ihr mir noch nicht da folgen solltet, einfach unten in die Infobox gucken. Ganz unten ist meine Instagram-Adresse dran. Einfach draufklicken, dann kommt ihr auf meinen Account. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Da habe ich einmal mitgenommen aus dieser neuen Bären-LE. Die hatten, da hatten sie eine Handschuhmaske, sie hatten eine Tuchmaske und ich habe aber jetzt nur das mitgenommen, das hat mich sehr angesprochen. Das ist ein Duschschaum mit Bodylotion. Sowas kenne ich noch gar nicht. Wollte ich gerne ausprobieren. Berry Dream mit Macadamiaöl und Shea-Butter und ich habe es schon einmal zu Hause ein bisschen ausprobiert. Einmal so ein bisschen aufgesprüht und das riecht so toll. Also es riecht wirklich schön. Riecht ein bisschen nach Beere, aber auch hat auch so eine leicht warme Note noch mit drin. Ich würde schon fast vanillig sagen. Also es riecht wirklich sehr, sehr angenehm. Hat mich sehr angesprochen. 1,99 Euro hat das gekostet. Und ich finde, für einen Duschschaum ist das auf jeden Fall in Ordnung. Dann gab es in der obersten Reihe auf diesem Aufsteller
eine neue Serie auch von Isana. Und zwar eine Vitamin C-Serie. Da gab es auch ganz verschiedene Produkte von. Wirklich ganz viele verschiedene. Ich habe da mitgenommen einmal das Salzölpeeling. Ihr wisst das ja, ich mag gerne diese Salzölpeelings für geschmeidigere Haut, füllbar straffere Haut. Ja, auf jeden Fall klingt das schon mal vielversprechend. 300 Gramm. Das hat gekostet 2,99 Euro. Ist in Ordnung für ein Peeling, finde ich. Ich zahle da jetzt nicht gerne super viel für, aber das hat vom Preis her auf jeden Fall gepasst. Ich möchte auch direkt mal dran schnuppern, um euch das zu sagen. Kommt einmal so daher. Oh ja, das riecht aber gut. Es riecht nicht so richtig krass nach Orange. Ich würde sagen, es riecht mal nach Frucht, aber man riecht so eine zitrische Note auf jeden Fall. Riecht auf jeden Fall sehr angenehm, gefällt mir schon mal sehr gut. Ich habe noch was in Benutzung und wenn ich das aufgebraucht habe, dann werde ich auf jeden Fall damit starten. Und ja, auf jeden Fall auch ein sehr, 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 sehr cooles Produkt. Und ja, ich bin bei Peelings sowieso mal ganz schnell mit dabei. Dann waren unten auf diesem Aufsteller Disney-Produkte im Bereich der Pflege und ich bin ja ein riesen Disney-Fan, wie ich glaube fast alle Mädels und Jungs da draußen. Und da gab es einmal Badebomben. Die habe ich nicht mitgenommen. Ich bin nicht so ein riesen Badebomben-Fan. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Aber was ich sehr cool fand, waren diese Badeperlen. Und da habe ich, glaube ich, jede Sorte mitgenommen. Ich fand die so, so süß. Die haben auch nur, ich glaube, 49 Cent gekostet. Also die waren auch wirklich nicht teuer. Ich glaube, 69. Und einmal Badeperlen mit einmal mit Ariel. Mit dem abenteuerlichen Duft von Mango und Cassis. Man kann auch dran riechen. Hier unten ist so ein kleines Fächtlein, wo man ein bisschen dran riechen kann. Ja, riecht auf jeden Fall schön nach Frucht. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dann gab es einmal Jasmin mit magischem Duft von Orange und Jasmin. Einmal hier dann mit der Duftprobe. Ja, riecht so ein bisschen kräuterig. So ein bisschen kräuterig, obwohl da steht Orange, Jasmin. Naja, auf jeden Fall war dann das dritte Päckchen, was ich mitgenommen habe. Cinderella, da steht drauf, genau hier. Einmal, das ist auch süß gemacht, das ist dann einmal mit dem Schuh hier. Da steht drauf mit Himbeer und Veilchen. Ja, auf jeden Fall kommt da gut die Himbeere durch. Also hat mich sehr angesprochen, hat mich, ich werde davon auf jeden Fall auch was verschenken, weil ich finde die so süß gemacht. Also die durften dann auch natürlich mit, ne, Verpackungsopfer und dann noch Disney. Dann war ich ganz schnell mit dabei, meine Lieben. Dann habe ich noch zwei Produkte aus dem Bereich Körperpflege und dann machen wir auch mit Dekorativkosmetik weiter, weil da habe ich ein bisschen mehr gekauft. So, und zwar habe ich euch ja ich glaube, an meiner letzten auch Rossmann-Holz gezeigt, dass ich ein neues Deo mitgenommen habe, was ich da entdeckt habe. Es ist nicht neu, aber für mich ist es eins gewesen, was ich noch nicht ausprobiert hatte. Und das war von 8x41. Es ist nicht sehr günstig. Es kostet regulär 2,49 Euro. Aber ihr habt beim Rossmann das ganz häufig im Angebot. Und ja, ich finde, das hält sehr lange. Ich habe jetzt noch mal eins mitgenommen in dem gleichen, was ich schon mal hatte. Das ist Frozen Berry gewesen. Das riecht wirklich super. Also wenn ihr es auftragt, das entwickelt es über den Tag über so einen Geruch. Also man riecht den ganzen Tag, also wenn ihr es nach dem Duschen aus, also ich mache es nicht direkt nach dem Duschen, aber wenn man es so kurz nach dem Duschen aufträgt und wirklich den Tag über, man riecht die ganze Zeit dieses Deo an sich. Es übertüncht nicht euer Parfüm, aber es hat eine ganz, ganz tolle frische Note und dieses Frozen Berry hat mich einfach sehr überzeugt, dass ich mir jetzt noch ein anderes mitgenommen habe. Das wollte ich jetzt auch mal gerne ausprobieren und zwar ist das das war jetzt, ich glaube, Frozen Berry hat die Nummer 15 und das Floral Breeze hat die Nummer 14. Ja, das ist einmal dieser hier. Ich habe ihn auch da einmal kurz angesprüht, muss ich zugeben. Ja, das riecht wirklich schön blumig und ja, ich bin gespannt, wie das so sein wird. Aber das mit diesem Beerenduft hat mich auf jeden Fall sehr überzeugt. Das mag ich im Moment super gerne. Und da es jetzt für 1,99 Euro im Angebot war, habe ich dann direkt genau einmal das gleiche und nochmal ein neues mitgenommen. Dann war ich, wie gesagt, in der Dekorativecke. Es gab ja diese Woche auf die Produkte im Bereich der Augen, sowie Augenbrauen und Lidschatten und auch Eyeliner, gab es diese Woche Prozente. Und da habe ich einmal meinen allerliebsten nochmal mitgenommen von Essence. Das ist einmal der Liquid Ink. Ich öffne ihn jetzt nicht, damit da nicht Luft drankommt, weil ich habe noch einen Benutzung. Die nehme ich mir immer gerne mit, wenn die im Angebot sind. Ich habe aber auch noch ein paar andere, deswegen habe ich jetzt nur einen mitgenommen. Der kostet, ich glaube, 2,49 Euro. Für mich einer, der am besten hält aus der Drogerie, also seit Jahren wirklich einfach mein täglicher Begleiter. Und welches Produkt ich noch nachgekauft habe, ist, ich benutze im Moment die Brow-Pomade von Benefit. Mit der bin ich auch echt sehr, sehr zufrieden. Und habe aber dieses Produkt fast aufgebraucht, was ich davor immer benutzt habe. Und dadurch, dass es jetzt fast aufgebraucht ist, habe ich gedacht, wenn ich mal was zum Wechseln benutzen möchte, und das ist ein Produkt, was echt mega gut hält, nehme ich das bei 30% mal auf jeden Fall noch als Backup mit. Das kostet nämlich 11,95 Euro. Ist ein echt teures Augenbrauenprodukt.
für die Drogerie, finde ich. Ich benutze da auch immer die Farbe 06 Deep Brown. Das ist halt so ein Produkt, was mit so einem Bürstchen kommt. Es hat so einen Bürstenkopf. Ich öffne es jetzt nicht. Und hat auch noch so ein kleines Bürstchen dabei. Das könnt ihr auftragen und dann soll das bis zu 2 Tage halten. Also das ist mit den 2 Tagen halten. Ich habe es auch im Urlaub im Sommer und so benutzt. Also für mich hält das nicht den zweiten Tag. Den ganzen Tag hält es. Es ist wirklich richtig schön wischfest und auch schweißfest, finde ich. Aber es würde jetzt nicht unterschreiben, dass es für 2 Tage hält. Für 2 Tage hält, steht auch drauf, Waterproof Gel. Aber an sich ein super Produkt, wenn ihr so wie ich wenig Augenbraue habt und viel auffüllen wollt, viel Farbintensität braucht und das mit dem Stift nicht hinbekommt, dann kann ich euch das sehr empfehlen. Kostet, wie gesagt, regulär 11,95 Euro. Durch die Prozente habe ich knapp 8 Euro bezahlt und das ist dann wirklich auch in Ordnung, meine Lieben. Dann hat ja Rival Loves Me eine neue LE und ja, die sah wirklich irgendwie total cool aus, diese LE. Das ist die Beyond the Shadows. So ein bisschen hat mich das an Disney erinnert, so ein bisschen an ja, Maleficent und ja, da durfte auf jeden Fall dieser Pinsel mit und ich bin extra noch in einen zweiten Rossmann gefahren, weil ich diesen Pinsel unbedingt haben wollte. Ansonsten hat mich in der LE nichts angesprochen. Es waren dabei so ja, lose Pigmente, ich glaube Gold und Silber. Dann gab es einen Pigment Primer dabei. Dann gab es noch so eine Augenbrauenseife, was ja jetzt alle voll hypen. Und es gab auch noch Wimpern, hatte ich gesehen, und eine Palette. Die Palette fand ich sogar gar nicht so schlecht. Unser Feueralarm geht gerade los. Ich mache mal kurz Pause, weil ich glaube, ihr werdet ein Video hören. Und auf jeden Fall gab es da eine Palette, die fand ich eigentlich ganz interessant. Die Pens waren ein bisschen größer und da stand halt drauf, dass man die für alles nutzen kann. Also das heißt, ihr konntet für Lidschatten, aber auch für Blush und auch für Kontur zum Beispiel nutzen oder auch zum Setten. Irgendwie fand ich die interessant, aber irgendwie habe ich dann sie dann doch stehen lassen, weil sie mir zu, ja, von den Farben her zu unspektakulär war. Und deswegen habe ich diesen Pinsel mitgenommen. Wir packen den jetzt auch direkt mal aus, weil den fand ich richtig cool. Der hat 2,99 Euro gekostet. Oder 3,99 Euro. So günstig war der, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ja doch, der hat, glaube ich, 2,99 Euro. Ich habe den Kassenbon. Moment, ich schaue mal ihm nach, um euch nichts Falsches hier zu sagen. Und zwar, ja, 2,99, genau. Und zwar fand ich den echt sehr, sehr hübsch. Nicht nur, dass er schön aussah, ich vermute auch, dass er schön weich sein wird. Ja, oh, der sieht echt toll aus. Wirklich cool. Ihr müsst auf jeden Fall mal schauen, wenn ihr da bei den Drogeriepinseln wirklich schauen möchtet. Der sieht einmal so aus. Ist der nicht schön? Sieht schon fast aus wie so ein Zauberstab. Also hier unten ist ein Verlauf mit Lila zum Schwarz. Fühlt sich sehr cool an. Auf jeden Fall so ein bisschen glitzerig. Und ja, der Pinsel hier oben ist auch schön weich. Ja, fühlt sich auf jeden Fall nicht kratzig an. Kann ich mir sehr gut für Blush oder sogar für Kontur vorstellen. Ja, das war der erste Pinsel, den ich mitgenommen habe. Denn ich wollte gerne noch einen anderen haben. Und ihr kennt zwar vielleicht schon, erraten, es ist natürlich der aus der neuen Coffee to Glow LE geworden. Und zwar von Essence, die haben ja eine neue LE draußen und da musste ich wirklich einiges von mitnehmen. Da gab es noch ein Face Scrub, ein Lippenscrub und noch so ein, ich glaube, das war sowas wie so ein Face Mist, so ein gesichtserfrischendes Spray. Das habe ich nicht mitgenommen. Was ich mitgenommen habe, ist das Under Eye Energy Treatment mit Koffein, soll für unter die Augen sein. Dann natürlich einmal diesen wunderschönen, fluffigen Pinsel. Ich werde euch die Produkte jetzt nicht näher zeigen, denn da wird es im nächsten Video zu gehen. Ja, ich werde die Produkte für euch ausprobieren und dann werden wir die gemeinsam unter die Lupe nehmen. Dann einmal diese wunderschönen Kaffeebohnen, ja, und diese Highlighter. Ich sag's euch, der riecht so toll. Ich habe ihn schon geöffnet und dran geschnuppert. Es riecht wirklich nach so richtig schön frisch gemahlenem Kaffee. Also gefällt mir auch richtig gut. Übrigens soll der Pinsel auch ganz dezent riechen. Und ja, die haben der Preis von dem Pinsel war 3,29 Euro. Die haben 3,79 Euro gekostet. Das für unter die Augen war auch 3,29 Euro. Und das Herzstück dieser LE ist auf jeden Fall die Lidschattenpalette gewesen. Das ist einmal diese hier. Und ja, sehr, sehr hübsche Farben. Und im nächsten Video seht ihr auch, wie diese performen werden. Und die hat gekostet 6,99 Euro, aber ich habe sie trotzdem mitgenommen, weil ich sie so schön klein und kompakt war und diese ganzen Kaffeetöne, Nude-Töne sind eh voll meins. Deswegen durfte diese Palette dann natürlich auch noch mit, meine Lieben. Und ja, das war auch schon meine Ausbeute vom Rossmann. Es ist schon wieder viel zu viel geworden, aber ich wollte ganz gerne einfach die Produkte dieser LE mitnehmen. Und ja, die Sachen, die man immer so im täglichen Alltagswahnsinn so braucht, die muss natürlich auch noch mal mit, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und ja, ansonsten hoffe ich, dass wir uns gesund und munter im nächsten Video wiedersehen mit den Produkten von der Essence LE. Bis dahin, macht's gut!